Weiter geht's. Ich habe vergessen, das Mikrofon zu checken. Gerade eben ist mir der Akku ja leer gegangen. Letztes Mal ist mir der Akku leer gegangen, ich habe das gar nicht gemerkt. Und habe weiter gelabert und weiter gelabert und weiter gelabert. Aber das ist halt so, wenn man keinen Plan von der Materie hat oder das erste Mal halt macht. So, wir fahren weiter. Ich musste hier jetzt rausfahren. Ich war ja beim ADC stehen geblieben. Also meine Empfehlung an euch, für alle, die noch kein ADC-Mitglied sind, würde ich euch dringendst ans Herz legen, das nachzuholen. Wenn ich in Urlaub jetzt fahre, früher habe ich immer mir wohl die Sorgen, Gedanken gemacht. Oh, was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn? Wenn du eine alte Karre hast, dann macht man sich noch ein bisschen mehr Sorgen. Ich habe jetzt keine alten Karren mehr, aber trotzdem passieren Dinge. Es gehen Dinge kaputt, es fällt aus, es geht irgendwas kaputt, die Teile sind nicht verfügbar. Wir fahren halt gern mit dem Auto in Urlaub. Also ob es jetzt nach Italien ist oder ob es jetzt Türkei ist oder ob es jetzt Spanien ist oder egal wohin. Ich fahre gern mit dem Auto. Ich bin gern unterwegs mit dem Auto. Die Familie hat sich auch daran gewöhnt. Denen macht es auch Spaß, glaube ich zumindest. Ja, und weil wir halt so viel unterwegs waren, also jetzt sind wir es ja nicht mehr, aber waren, hat sich das immer bewährt, ADAC-Mitglied zu sein. Man hat halt jemanden an der Hand, den man einfach, der ein Telefonanruf weit entfernt ist und der einem dann weiterhilft. Ich habe bei dem BMW diesen Concierge Service oder wie das da heißt gehabt. Ich habe da diesen SOS-Knopf gedrückt. Und er hat gesagt, für das ist er nicht zuständig. Das ist so was wie ein Unfall und kann er nichts machen. ADAC kümmert sich um euch. Egal wo ihr seid, auch im Ausland, auch in der Türkei. Ich habe euch ja gesagt, ihr habt viele Reifenpannen gehabt. Auch in der Türkei habe ich eine Reifenpanne gehabt. Ob das jetzt im europäischen oder im asiatischen Teil passiert, spielt keine Rolle. Die helfen euch. Da kommen dann Leute, der ist uns, bis wir das Fahrzeug wieder voll fahrbereit hatten, nicht von der Seite gewichen. Die haben uns aus 150 Kilometer Entfernung, also das war zwischen Istanbul und Kapıkule, wenn das jemand was sagt, bei Edirne, bei Lüleburgaz heißt es, glaube ich, haben wir zwei kaputte Reifen gehabt. Ein kaputter Reifen. Das war in demselben Urlaub, wo die drei Reifen kaputt gegangen sind, haben wir dann auf der Rückfahrt, die drei Reifen waren auf der Hinfahrt kaputt, und auf der Rückfahrt ist dann uns ein von den ausgetauschten Reifen wieder kaputt gegangen. Grund dafür war ein Riss in der Felge, den wir nicht gesehen haben. Da hat er leicht Luft verloren. Und weil er die Luft verloren hat und voll beladen war, ist der Reifen heiß gelaufen und ist dann halt kaputt gegangen. Wie dem auch sei, das war abends um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr. Wir haben alle schon gegessen gehabt, wir waren alle satt und haben eigentlich auch geplant, in Edirne zu übernachten. Geplant. Haben aber nichts gebucht gehabt, sondern wir sind da immer relativ flexibel, haben Booking.com, Internet und so weiter. Und dann kann man da, wenn man müde ist, dann einfach irgendwo stehen bleiben oder man fährt halt weiter, bis man halt müde wird oder bis man halt irgendwas sieht, wo man sagt, okay, hier bleibt man die Nacht. Auf jeden Fall ist unser Reifen kaputt gegangen. Die haben uns dann einen Abschlepper besorgt, haben das Fahrzeug abgeschleppt in die nächste Stadt, haben uns dann ein Hotel besorgt. Und die Übernachtung, alles haben die bezahlt, sogar Frühstück haben sie bezahlt. Und dann
am nächsten Tag haben sie uns den Reifen aus Istanbul mit dem Privatfahrer, also mit dem ADAC, mit dem türkischen ADAC, das ist irgend so eine angeschlossene, angeschlossene Firma bei denen, die mit denen irgendwie zusammenarbeitet. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Was ist hier los? Hier ist alles zu. Hier konnten wir eigentlich immer runterfahren. Wo? Oh, die haben alles abgerissen. Oh, was geht denn hier ab? Okay, wir müssen zurück. Hier, das hier haben sie zur Fahrradstraße gemacht. Wenn man da reinfährt, da oben ist ein kleines Schildchen. Das ist aber auch schon alles. Wenn man da reinfährt, dann hat man einen Strafzettel an der Backe. Mit dem Auto oder mit dem Motorrad spielt keine Rolle. Also, die haben uns das tatsächlich das Hotel arrangiert. Die haben uns dann dorthin gebracht mit dem Abschlepper, mit dem Fahrzeug, mit dem Taxi und so weiter. Die haben alle Kosten übernommen. Dann kam am nächsten Tag einer, der hat die zwei Reifen, weil wir gesagt haben, wir müssen sie achsweise tauschen. Hat uns zwei Reifen aus Istanbul hergefahren, 150 Kilometer. Also nicht gesagt, wir schicken euch den Reifen zu dem Reifenhändler, sondern die haben den hinten ins Auto reingeschmissen, sind zum Händler gefahren, haben den Reifen geholt. Das waren Pirelli-Reifen. Und in Istanbul ist anscheinend ein Pirelli-Werk. Haben sie dann die Reifen besorgt, ins Auto reingeschmissen und zu dem Reifenhändler hingefahren. Zu dem Reifenhändler hingefahren, der Reifenhändler hat dann die Reifen montiert und hat dann gesehen, dass die Felge beschädigt ist, also einen Riss hat und deswegen verliert er Luft. Das ist halt so ein kleiner Haarriss gewesen. Dann haben sie uns die Felge, dann sind wir zu jemand anderem hin, der hat uns die Felge, ich weiß, das darf man nicht und so weiter, hat uns die Felge geschweißt. Hat das Loch so mit geflickt in der Felge, also diesen kleinen Haarriss. Und dann sind wir halt mit 100, 120, sage und schreibe, das darf man keinem erzählen, aber mit 100, 120 sind wir halt dann die 2000 Kilometer zurückgefahren. Konnten wir keine 250 fahren, waren 750 Li, geiles Auto. Würde sogar sagen, mein bestes Auto bisher, Reisefahrzeug, Langversion. Absolute Vollausstattung in Weiß, Mineralweiß, Perleffekt, also richtig geile Farbe. Absolute Vollausstattung, also hinten elektrische Sitze, Massagesitze, die Monitore hinten drin, belüftete Sitze, beheizte Sitze, vorne, hinten, Head-Up-Display, Soft-Close, das ganze Programm. Die Karre hat einen Neupreis von 143.000 Euro gehabt. Mit Doppelverglasung und allem Schnickschnack. Das Auto war damals, das war Baujahr 2010, davon können sich heute viele Autos noch eine Scheibe abschneiden. Viele Autos können sich davon noch eine Scheibe abschneiden. Das hat Sachen gehabt, das haben die Fahrzeuge heute noch nicht. Oder zumindest in der Einstiegsklasse. Oder zum Beispiel konnte man mit dem Fahrzeug, wenn ich das Auto gewaschen habe, bin ich zur Waschanlage gefahren, also zu diesen Clean Parks. Und wenn ihr so neuere Autos habt mit Keyless Go und ihr haltet mal auf den Türgriff, wenn da Wasser drauf gehalten wird, dann schließt das Auto auf und ab. Das passiert dir beim neuen 5er. Das passiert dir auch bei einem Volvo S90, neueste Modell. Also die ganze Volvo-Reihe komplett. Passiert bei verschiedenen Fahrzeugen, wenn du mit dem warmen Wasser irgendwie über den Türgriff kommst und den Schlüssel bei dir hast, macht er tatsächlich die Türen auf und zu. Jedes Mal. Türe auf, Türe zu. Türe auf, Türe zu. Und dieser 7er BMW, der hat die Technik drin gehabt. So eine gute Technik. So eine, ja, gute Technik. Nennen wir es einfach mal so. Bei dem ist keine Tür auf und zu gegangen. Das Ding hat einfach funktioniert. Auch zum Beispiel der Fernlichtassistent. So was Geiles. Wie in dem Fahrzeug der Fernlichtassistent. Ich habe jetzt auch aktuell einen Tesla. Junge, guckt euch mal das an. Wir fahren gerade Feuersee, Polizei ist natürlich auch da, aber guckt euch das mal an. Was sollen die Polizisten denn da machen? Völlig legitim, finde ich. Dürfen, halten Abstand, machen ja keine Partys, hocken halt nur zusammen. Fernlichtassistent.
Oh, da ist ein Blitzer. So, der da vorne wurde geblitzt. Die Dame da hinten habe ich noch gewarnt. Die hat sich schön bedankt. Meine gute Tat heute. Ich sage mir immer, eine gute Tat muss man pro Tag leisten. Jeder von uns. Jeder von uns eine gute Tat pro Tag. Dann leben wir in einer schönen Gesellschaft. Ja, Fernlichtassistent. Hab ja aktuell den Tesla Model 3. Ich möchte das Auto ja nicht schlecht reden. Aber dieser Fernlichtassistent ist eine Katastrophe. Also das Ding funktioniert gar nicht. Meiner Meinung nach. Bei dem 7er BMW, da konntest du fahren. Und wenn in 1 Kilometer Entfernung auf der Autobahn ein rotes Licht auftaucht, also ein Rückfahrlicht von einem Fahrzeug, hat das Scheißding tatsächlich das Fernlicht ausgeschaltet. Ob das jetzt beim Volvo ist, bei Volvo hat es besser funktioniert wie beim Tesla, aber hat trotzdem nicht richtig funktioniert. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr fahrt mit dem Auto, mit dem Fernlichtassistenten, der ist eingeschaltet. Der ist eingeschaltet, ihr fahrt mit dem Fernlichtassistent. Und der muss bei zwei Dingen ausschalten. Bei zwei Dingen. Oder sagen wir bei drei. Welche wären das? Das erste ist, es kommt Gegenverkehr. Ja? Gegenverkehr kommt, ein Lichtkegel oder ein Licht